Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel-Karten-Reading für die kommende Woche, und zwar dem Engel-Orakel der Liebe. Und auch diesmal gibt es nochmal einen schönen Hinweis, auch ein bisschen angelehnt an das Engel-Orakel für den Monat Oktober 2018, wo es einfach nochmal einen Hinweis gibt auf das Thema Geld, was da so ein bisschen angefixt wurde, angezeigt wurde. Dass da einfach noch Themen sind, karmischer Art, kollektiv karmischer Art, die jetzt in die Vergebung gehen sollen. Das war so der Haupthinweis. Und wir kriegen jetzt diese Woche nochmal einen Hinweis, womit hat das in etwa zu tun, was für Entwicklungen sind da zu sehen. Bevor wir aber darauf eingehen, natürlich nochmal für euch die persönlichen Botschaften. Ich habe hier links für euch nochmal Edelsteine, und zwar, ich hoffe, ihr könnt es sehen, den Rosenquarz auf der linken Seite in der Mitte, den Amethyst und rechts einen ganz normalen Bergkristallspitze, und wählt einfach anhand der Edelsteine oder der Kartendecks aus, was eure individuelle Botschaft ist. Wenn ihr dazu länger braucht, lasst euch einen Moment Zeit, haltet das Video ruhig an, um wirklich aus dem Bauch heraus zu entscheiden, was ist eure Nachricht. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich ein bisschen verschnupft. Ich habe so einen etwas festsitzenden Schnupfen, daher habe ich auch eine komische Atmung heute und klinge wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst. Aber ich habe ein bisschen im Moment mit einem leichten Schnupfen zu tun. Gut, fangen wir mit dem Hauptorakel an. Und weswegen ich eben ja diese Parallele gezogen habe zum Monatsorakel, hat mit dieser Karte natürlich zu tun, wo es um Wohlstand geht. Das heißt, die Engel sagen uns, in der Liebe, in den spirituellen Verbindungen, Beziehungen geht es um das Thema Wohlstand, Geld, Fülle. Das dominiert irgendwie die Woche, jetzt in der kommenden Woche. Und es geht darum, was das Thema Wohlstand betrifft, mehr in die Leichtigkeit zu kommen, es leichter zu haben, Leichtigkeit für alle Beteiligten zu erhalten. Ihr macht euch vielleicht Gedanken darum, um das Thema Geld, wie es leichter gehen kann, dass es leichter werden muss auf irgendeine Form, auf irgendeine Art. Und ihr seid auch aufgefordert, mehr Verständnis dafür zu haben, dass vielleicht euer Partner oder Wunschpartner oder Spiegelpartner hier noch ein bisschen zu kämpfen hat, einfach noch an sich arbeiten muss oder an der Situation, und die Situation vielleicht diese Person auch sehr fordert auf eine Art. Die Engel sagen aber auch, sie sind im Moment bei den Familien, denn es mag hier auch um das Thema Versorgung von Familien gehen. Das kann eben auch sein, dass nochmal diskutiert wird, wie Geld fließt, auch Unterhaltszahlungen können hier betroffen sein in irgendeiner Form. Also es geht nochmal um erfreuliche Veränderungen. Hier steht auch noch was von Zuwachs einstellen. Das kann natürlich auch sein, dass für manche auch Zuwachs kommen mag. Aber es stand jetzt für mich hier nicht so im Vordergrund, sonst hätte das mehr vorne gestanden, wenn es hier um neue Kinder geht, die geboren werden. Sondern ich glaube eher, dass es darum geht, wirklich eine Balance in den Familien zu finden. Ich hatte ja auch erwähnt im Monatsorakel, dass diese karmische Kollektivkomponente das auch betreffen kann. Diese Alimente zahlen, wenn Menschen sich trennen, dass für alle gesorgt ist, dass das aber eben auch in einer balancierten Art passiert und nicht einer versucht, mehr Vorteile daraus zu ziehen und den anderen quasi im Sumpf hängen zu lassen. Weder ob das jetzt der Mann oder die Frau ist, dass beide das in die Balance bringen sollten. Darum scheint es hier zu gehen, meines Gefühls nach. Und die Engel wollen auch sagen, du bist vor allem Leid geschützt, das Schlimmste liegt hinter dir, entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Also die Engel wollen sagen, dass jetzt da nichts Schlimmes mehr kommt, sondern dass die Dinge jetzt in Balance kommen können, dass jetzt ein guter Einfluss ist, diese Woche Dinge zu klären, nach vorne zu bringen und für alle wirklich positiv zu lösen und nicht zum Nachteil von irgendjemandem. Ja, weil wer diese Absicht noch hat, wird in dieser Leitschleife hängen bleiben, und zwar alle Beteiligten. Die Engel sagen auch, bitte hört auf euren Guide, hört auf eure Führung. Bei dem Ganzen, ihr werdet geführt in diesen Situationen, folge einfach diesen Fußstapfen, die euch gezeigt werden, diesen Schritten, die aufgezeigt werden, die möglich werden, die euch irgendwie über welche Wege auch immer mitgeteilt werden. Und es geht hier auch um das Zuhause aus deiner Kindheit. Erinnere dich, woher du kommst und wer du wirklich bist. Also es geht auch nochmal so ein bisschen um das Kindheitsthema, Geborgenheitsthema, vielleicht auch nochmal, wo sind meine Wurzeln? Wo will ich wirklich sein, wo will ich wirklich leben, und da geht die Entwicklung so ein bisschen hin, also die Führung geht dahin, nochmal etwas zu tun, was wirklich mit meiner Kindheit zu tun hat, was mich erfüllt hat. Und es kann eine kleine Mini-Parallele auch sein zum Wochenorakel, wo es ja auch um das Thema Kindheit, Kinder geht, die Medienfähigkeiten, die gelebt werden wollen, Ängste loszulassen, jetzt wirklich diesen spirituellen Weg noch bewusster, noch offener, noch offizieller zu gehen und dafür auch wirklich einzustehen. Auch wenn ja, vielleicht die finanzielle Situation
schwierig ist oder davon auch betroffen sein könnte. Aber es geht letztendlich darum, den Berggipfel hier anzupeilen und deine Ziele zu erreichen. Also auch das ist wieder ein Weg, auch wenn es dich verwirren mag diese Woche, wohin das alles führt, warum das jetzt alles passiert. Es ist ein wichtiger Schritt. Ich kriege gerade von oben ein Plateau, was du erreichen musst, um deinen Zielen näher zu kommen. Es ist ein wichtiges Plateau. Ein Plateau heißt eigentlich am spirituellen Weg immer auch eine Zeit, wenn ich dieses Plateau erreicht habe, dass ich mich erholen kann, dass ich die Aussicht genießen kann, dass ich sehe, ich habe was richtig Wichtiges geschafft. Ja, ich kann verschnaufen, ich kann eine Weile einfach flach auf dem Plateau gehen, ohne dass weitere Anstrengungen kommen. Deshalb wahrscheinlich auch das Schlimmste liegt hinter dir, die schlimmsten Anstrengungen, Ängste, Sorgen liegen hinter dir. Es kommt ein Ausblick auf das Neue. Es wird leichter. Ja, die Leichtigkeit ist ja schon ein bisschen mit drin. Aber es ist jetzt wichtig, dass das auch geklärt wird und das auch nach vorne kommt, was immer das für jeden Einzelnen jetzt auch sein mag. Kommen wir zu den individuellen Botschaften. Hier haben wir den Rosenquarz. Der Rosenquarz zeigt, dass es hier um einen Brückenschlag geht. Bleib stark und bleib verbunden mit dem, was für dich wichtig ist. Also es geht jetzt in allen Diskussionen, allen Besprechungen, Klärungen, die jetzt mit Geld zu tun haben, darum, dass du mit dem verbunden bleibst, was wichtig für dich ist. Das wird vor allen Dingen hier diese Zielsetzung sein, das, wo die Guides dich hinführen wollen, das, was mit deiner wahren Geborgenheit im Leben zu tun hat, aber eben auch mit Sexualität, mit körperlicher Nähe, also das alles von dir zu umarmen, was du bist, aber eben auch in einer anderen Person. Also es geht darum, ja, wirklich dich führen zu lassen dahin, wo du auch auf einer körperlichen Ebene, auf einer Zärtlichkeitsebene, Liebesebene, das bekommst, was du möchtest und auch die Emotionen fließen dürfen. Ja, und Emotionen nicht festhängen, sondern Emotionen fließen dürfen. Hier drunter steht, drücke den Ozean deiner Emotionen aus, also zu dir zu stehen. Das ist das, worum es geht hier. Rosenquarz ist ja auch der Stein des Herzens, der Stein der bedingungslosen Liebe. Also das ist das, worum es für euch geht. Diejenigen, die den Amethyst gewonnen haben, sage ich schon, gewählt haben. hier sagen die Engel, nimm die Zeichen wahr, dass wichtige Themen anstehen. Versuche es nicht zu ignorieren, nicht wegzuschieben. Warte auch nicht ab, indem du einfach sagst, ach ja, ich warte noch mal, ob sich das Problem vielleicht irgendwann mal von alleine löst. Ja, so Kopf in Sand mäßig. Es hat hier mit einer festen Beziehung zu tun, einer Ehe vielleicht, wo eben Dinge geklärt werden müssen finanziell. Wie gesagt, es können auch Trennungen sein, Unterhaltsgeschichten, wie auch immer. Und es geht auch darum, endlich auch Trost für das Herz zu finden, vielleicht auch Dinge abzuschließen oder wirklich hier so zu wirken miteinander, dass hier auch Herzen heilen können, ja, auch Schmerzen heilen können. Das scheint hier das Thema zu sein. Sehr interessant. Dann haben wir hier den Bergkristall. Denjenigen, die den Bergkristall gewählt haben, taucht Erzengel Michael auf. Er sagt, ich bin bei dir und gebe dir Mut, die Lebensveränderungen durchzuführen, die du zur Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe brauchst. Also für euch geht es mehr um das Thema Geld in Bezug auf die Lebensaufgabe. Und auch interessanterweise ist der Engel der Fülle dabei. Er sagt, du wirst das Geld bekommen, was du brauchst, um deine Lebensaufgabe zu leben. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand, hab Vertrauen. Also es geht darum, Vertrauen zu haben, dass du natürlich vom Universum versorgt wirst, dass du tiefer in das Vertrauen gehst, dass du, wenn du deine Lebensaufgabe lebst oder bestimmte Schritte jetzt gehst, dass du versorgt bist, dass du dir niemals Gedanken um Geld machen solltest. Das hat auch mit deinem Denken zu tun, ganz klar. Erzengel Gabriel sagt, deine Lebensaufgabe hat mit Kommunikation und Kunst zu tun. Bitte lass dich nicht verunsichern und dadurch davon abhalten. Ich werde dir helfen. Und gerade diejenigen, die im Bereich der Kunst arbeiten, müssen sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft immer noch am meisten Gedanken um Geld machen oder tun das zumindest. Und hier scheint mir noch mal ein ganz starker Impuls zu kommen, dass das Geld, was ihr braucht, um einfach auch eure kreative Ader leben zu lassen, auszuleben, eure Ziele zu verfolgen, dass das Geld kommen wird, dass ihr versorgt seid und dass ihr in das Vertrauen geht. Und auch Erzengel Michael und Gabriel bittet, da zu helfen und auch hier den Engel der Fülle namens Serena. Das wäre ganz gut, dass ihr da vielleicht diese Woche mal ins Gespräch geht und auch konkret sagt, was ihr braucht, wie viel ihr braucht, wie ihr euch das vorstellt. Natürlich gilt das für die anderen genauso, das könnt ihr genauso tun, damit die Dinge eben konkret auf die Bahn kommen für euch. Also ich hoffe, das hilft euch weiter auf eurem Weg in dieser Woche. Schick euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sagt bis bald.